damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Röhrchen von Brotato. Es ist Ewigkeiten her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe und ich weiß nicht warum, weil es macht einfach so viel Spaß. Und in der Zwischenzeit gab es viele Neuerungen, neue Waffen, neue Gegenstände und vor allem neue Characters. 4 Stück an der Anzahl. Und einen davon möchte ich heute vorstellen, den Cyborg. Was ist zum Cyborg zu sagen? Er beginnt einfach mal mit einer Minigun, mit einer violetten Minigun, ja? Fernkampfschadenmodifikationen werden um 250% erhöht, also die Minigun ist nicht nur schnell, sondern auch tödlich, wenn ich auf Fernkampfschadenmodifikation gehe. Aber nach der ersten Halbzeit der Welle wird 100% Fernkampfschaden in Technik umgewandelt. Ein Fernkampfschaden gleich 2 Technik. Und weitere Nachteile, Technikmodifikationen werden um 75% verringert und Nahkampf- sowie Elementarschadenmodifikationen um 100%. Man kann also nur auf Fernkampf gehen und bei Technik gilt, investiere nicht rein, holt ihr einfach nur die freien Turrets. Holt ihr die freien Turrets, was es da so gibt, die Türmchen, die Minen, holt es alles. Das heißt übrigens nicht, dass Nahkampfwaffen total sinnlos sind. Das werden wir gleich sehen, weil sowas wie das Brett holt sich seinen Schaden ja auch von Technik. Kurz gesagt, das kann dann in der zweiten Halbzeit sehr gefährlich werden. Hier sehen wir eine der neuen Waffen, den Revolver. Den werden wir jetzt aber nicht wählen. Wir nehmen die MP. So, endlos Spiel werden wir auch nicht machen. Das ist auch neu. Wir nehmen Gefahrenstufe 5 und das soll reichen. So, da bin ich. Na, ich rotze die alle weg. Eine viel zu starke Waffe für den Anfang. Oben an der Zahl, wenn die blau ist, kann man so erkennen, okay, zweite Halbzeit. Sehr schön. Wir gehen auf Ernte. Super uninteressant. Nehmen wir. Sperren wir uns. Los geht's. Ja. Ratatatatat. Drück sie alle zurück. Sehr funny. Ja, können wir nochmal Ernte nehmen. Nehmen wir. Fernkampf dafür Reichweite weg. Okay, wir haben jetzt hier 1 zu 3 und 2 zu 4. So leicht kann es sein. So, sperren wir uns und los geht's. So, hier mal ein bisschen reingerotzt und da mal ein bisschen, zweite Halbzeit. Jetzt sind die Waffen nicht mehr so stark, aber der Unterschied ist minimal. Ob jetzt 1 Schaden oder 2 Schaden, das macht nicht die Welt. Sehr schön. Lebensabzug oder Lebensregeneration? Mein Lebensabzug. Und 5 Glück. Nehmen wir. Können wir auch nehmen. Rückstoß ist gar nicht so schlecht. Sperren wir uns. Da haben wir da schon mal Minen. So. Weggeholt hier. Ja, die Viecher sind natürlich ekelhaft. Die produzieren immer so eine rote Kugel, sobald man sie trifft. Und naja, mit sowas wie der Minigun triffst du die häufig, bevor die tot sind. So. Max Leben. Nehmen wir. Noch einfach zwischendurch. Minus 1 Elementarschaden interessiert nicht. Bupp, sieht man. Na, und dafür habe ich jetzt Lebensabzug. Sehr nice. So, jetzt habe ich hier alles voller MPs. Dann, reingerotzt. Sehr schön. Ja,
auch mal. Zweite Hälfte. Halt sie einfach zurück. Halt sie einfach zurück. Ja. Das ist ein Bäumchen. Das würde ich gerne haben wollen. Sehr schöne Truhe. Gut. Nice. Ausweichen? Nee. Glück, ja. Ausweichen hier. Nice. Können wir auch nehmen. Hat das schon aktiviert. Sammelreichweite? Nee. Nehmen wir. Flammenwerfer wegen Elementarschaden? Nein. Nein. Bringt uns null. Können wir auch mal nehmen. Kartoffelkanone. Nee, ich bin nicht so der Kartoffelkanonentyp. Den hier nehmen wir mal. Weil selbst wenn wir wenig Schaden machen, heißt das, sie können brutzeln. So. So, zack, zack. Brauche aber unbedingt Türme. Ohne Türme wird das richtig fies. Ja, bitte mal alles voller roter Kugeln. Danke. So. Sehr schön. Bum, 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 bum. Da mal rein. Rein. Kommt schon. Alles in meinen Magen rein an die schönen Ressourcen. Sehr schön, danke. Max Life. Nochmal. Lebensregeneration hätte ich ein bisschen. Würde dafür kriegen. Den nehmen wir auf jeden Fall. Kombo. Bitteschön. Bärtierchen. Ich weiß nicht. Ich halte nicht viel von dem, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es hebt nur einmal den erlittenen Schaden auf. Dann ist es nutzlos. Nur einmal. Nur einmal. Das kannst du bei jemandem nehmen, der sehr hohe Ausweich. Prozent hat. Sowas wie dieser Geist. Na? Da klappt das. Aber hier? Nein. Hier klappt das nicht. Und ein bisschen Tempo. Wäre gar nicht so schlecht. Weil die Gegner werden schneller. So. Welle 7. Wir ziehen durch. Das ist so ekelhaftes Vieh. Mach das mal bitte weg. Das habe ich hier ganz übersehen. Da war irgend so ein Pickel und ich habe ihn übersehen. So, zweite Hälfte. Jeder für sich. Bum, 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 bum. Na, du ekelhaftes Vieh. Lass mich bloß in Ruhe. Sehr gut. Lebensabzug. Nehmen wir mal mehr Bäume. Durchschlagenkurve schießt. Die Waffe an sich ist ein Schrott, aber da hätte ich ein Turret, was ein bisschen was bringt. Nein. Wir sagen einfach nein. Lebensabzug, Schaden, Technik dafür. Ja, weil Technik bleibt immer noch bei null. Haha. So, now we're cooking with gas. So, und sperren bitte. So. Nochmal 9 Schaden macht er. Gucken wir doch gleich mal in der zweiten Hälfte, wie viel Schaden er da macht. Oh, weg mit euch. Sehr gut. Eingeholzt. So, dann, 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 dann. So, zweite Hälfte. Wie viel Schaden macht er jetzt? 14. Wo ich gar nichts auf Fernkampfschaden habe. Ja, witzig.
Muss erst noch auf Fernkampfschaden gehen, damit er richtig Schaden machen darf. So. So, sehr gut. Oh, hier muss ich mal Fernkampfschaden 3. Uff, das muss ich jetzt mal ausnutzen. So, Grundschaden 9, na, immer noch. So, Combo mit reingenommen ins Team. Combo reingenommen ins Team. Ich einen Fernkampfschaden mehr. Ich war ja so doof. Ich habe in der zweiten Hälfte reingeguckt, wo der Fernkampfschaden auf 0 wieder gesetzt wurde. Das ist natürlich auf 14. Ich habe mich ganz gewundert, bin ich überhaupt nicht auf Fernkampfschaden gegangen? Nein, ich war so doof. Jesus. So. Hau sie alle weg. Das ist so eine Farmwelle. Bam, bam. So, alles schön wegholzen. Bald die wieder Rückenflosse. Die Nerven, die sind so schnell. Die Nerven so dermaßen. Oh, weg mit euch. Sammelt's ein. Sehr gut. Schön die Mine reingetreten. So. Oh, 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 hier nicht sterben, Junge. Nicht sterben. Nö. Nö. Ausweichen. Fernkampfschaden. Ausweichen. Fernkampfschaden. Nee, ich muss mal auf Ausweichen gehen. Angriffstempo. Oder Ernte. Angriffstempo wäre nicht so schlecht, wenn ich mal was anderes hätte als die MPs. Weil die sind schnell. Da brauche ich nichts anderes. Hier könnte ich mehr Ernte haben, Angriffstempo, nein. Was haben wir hier? Crit Chance runtergesetzt, dafür Tempo. Rüstung, Schaden und Max Life. Müsste ich mal nehmen. Feuerturm nehmen wir sowieso. Angriffstempo, Crit Chance, Reichweite, Regeneration. Können wir auch mal nehmen. Nehmen wir vor allem. So, Welle 10 ist das noch nie kein Boss. Das ist noch kein Boss. So. Wollen auch mal gucken. Also. 9 und 5x8. So, weg mit euch. Schön viele Türme. Ich brauche schön viele Türme. Danke für die Kiste. Sehr liebensgewürzig. So, zweite Hälfte. 14 mal 8. So, 32. Jetzt wird hier geholzt. In der Nähe der Turrets bleiben. Wäre eigentlich angesagt, aber ich muss in Bewegung bleiben. Wenn die mich hier einkesseln, habe ich ein Problem, wie jetzt zum Beispiel. So. Und durchhalten. Sehr schön geschafft. Ernte und Gegner. Nehmen wir mal. Das ist Schrott. Ganz ehrlich, das ist Schrott. Critical. Max, Lebenregel. Nein, nein. Gegner-Tempo. Tempo an sich bin ich dann auch langsamer, aber Gegner sind viel langsamer. Also nehme ich mal. Jetzt kesseln die mich ein. Schaden, dafür Reichweite weg. Muss mal gucken. Schaden ist ja auch betroffen. Nein, der ist nicht betroffen. Schadenprozent sind nicht betroffen von den negativen Schadensmodifikationen. Sehr gut. 17 zu 12. Los geht's. Ach, es muss natürlich der Koch sein. Ich meine, Hassgegner. Müssen ihm viel Schaden machen zu Beginn.
Müsst ihn einfach viel Schaden machen. So, weg ist er. Das ist mein absoluter Hassgegner. Aber da ich sehr viel Fernkampfschaden mache, der ersten Hälfte, konnte ich es mit ihm aufnehmen. Bei der Hälfte, man sieht, ich habe schon Probleme mit den normalen Gegnern hier. Aber dafür gibt es ja meine Türmchen. Und ich bin schon froh, dass dieser ekelhafte Koch weg ist. Aber jetzt habe ich so eine schöne rote Kiste natürlich bekommen. Da ist immer was Besseres drin. Da fühlt man sich auch gleich besser. Welche Welle denn überlebe? Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ich kriege alles sofort. Wundervoll. Nehmen wir. Technik braucht man nicht. Angriffstempo, Lebensabzug. Ein bisschen mehr, ja. Lebensabzug wäre dann wieder weg. Nein. Sammelreichweite brauche ich überhaupt nicht mehr. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Wolf Grundschaden. Nee, kannst mit meinen nicht aufnehmen. Material aufsammelst. Nicht schlecht. Auch wenn ich einen Fernkampfschaden verliere, ich sammle ja das Material jetzt immer auf. Also, nicht schlecht. Ja, es kommt ja einfach zu mir. Deswegen, jedes Mal habe ich eine 8% Wahrscheinlichkeit, dass ich Leben regeneriere. Der Affe ist jetzt vorteilhaft. Bum, 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 bum. Otzi alle weg. So. Ah, bei der Hälfte. Sieht nicht mehr so gut aus mit den Wegrotzen. Bitte nicht alle von oben kommen. Danke. Jetzt haben wir ja immer noch Materialien hier ein, ne? Es ist so, ich renne vor ihnen weg, aber Materialien sammle ich immer noch ein. Das ist sehr vorteilhaft. Gut, 500. Nein. Nein. Sag mal nein. Nein. Ausweichen. Könnte man mal nehmen. Scharfe Soße. Scharfe Soße. Neues Item, ich sag's wie es ist, plus 3 und Chance von 25, dass Verbrauchsgegenstände beim Aufsammeln explodieren 29 Schaden machen. Je mehr Gesundheit ich habe, desto mehr Schaden nehmen wir. Crit-Chance, Tentakel, ist einer der Gegenstände, die man freischaltet, weil man glaube mit dem Lich, einem der neuen Characters, das Ganze durchspielt. 3% Crit-Chance und Chance von 20% ein EP zu heilen, wenn du Gegner mit einem kritischen Treffer tötest. Also, nehmen wir. Nehmen wir auch. Lebensabzug. Kein Elementarschaden, ist egal. Können wir auch mal nehmen. Lebensregeneration, dafür Fernkampfschaden. Lebensregeneration geht sowieso nicht, also. Alles günstiger. Fernkampfschaden, Kampfschaden dafür, ja, bitte einmal sperren. Können wir auch mal sperren. Und los geht's. So, weg mit euch. Einfach weg mit euch. Ah nein, die ekelhaften Tentakel. Die ekelhaften Tentakel, sie sind wieder da. Sie sind wieder da und sie sind widerlicher als je zuvor. Na, ich will überhaupt keine Sorgen mehr machen wegen den Materialien. Es war wirklich sehr gut, diesen Gegner, diesen Mini-Boss zu töten. Das Item ist der Hammer. Vor allem, ich kriege hier Gesundheit. Ich kriege einfach wieder Gesundheit, wenn ich es einsammle. Ich kann vor ihm wegrennen und kriege Gesundheit wieder, wenn mir die Materialien hinterherfliegen. So. Au. Volle Kanne reingebasht. So, geschafft. Mein Kampf elementar dafür Tempo weg. Nein, weil Tempo braucht ein bisschen was. Nahkampf, nein. Einfach no. Die zweite wird eher ausweichen. Sehr schön. Nehmen wir, nehmen wir.
bräuchte mal eine hammerharte Fernkampfwaffe. Eine hammerharte Fernkampfwaffe, ich muss es so sagen. Die MPs, die sind ganz nice, aber nein. Ich brauche was, was richtig reinballert. Massiven Schaden. Bazooka oder Nuklearraketenwerfer. Irgend sowas in die Richtung. So. Bam, 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 bam. Zweite Hälfte. Jetzt wird's ekelhaft. Jetzt wird's ekelhaft. Autschi. Zum Glück habe ich ein bisschen was bei Ausweichen. Ausgewichen. So. Autschi. Zum Glück kriege ich die Gesundheit gleich wieder. Bisschen. Was ist das für eine ekelhafte Auswahl? Rüstung nehmen wir mal. Nehmen wir. Der V ist ein neuer Gegenstand. Ist ganz nice mit dem 25% EP-Gewinn, dass du in der nächsten Runde 100% kriegst, aber 50% mehr Gegnerschaden? Nein. Es gilt nur für die eine Welle, aber wir sind jetzt in Welle 15. Hier kommt Miniboss. Nein. So. Können wir auch mal sperren. Los geht's. Ja, ist es. Es ist Reno. Wenn du nicht immer wegchargen würdest, könnte ich auch ein bisschen Schaden machen. Autschi, ich werde hier gerade eingekesselt. Oh boy, zweite Hälfte, ich muss weg, Reno. Tut mir leid, wir sind doch keine Freunde mehr. Ich muss mal weg, ich muss mal ganz schnell weg. Ich dachte, ich krieg dich vielleicht klein. Eine geile Kiste, aber du hast hinten eine geile Kiste dran. Aber nein, 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 nein. Ich krieg dich nicht klein. Ich krieg dich einfach nicht klein. Ich muss hier mal ausweichen. Alles zerlegen, was mir hier im Weg kommt. Oh boy, könnt ihr mal aufhören, diese ganzen Kugeln auf mir zu schießen? Vielen Dank. Meine Güte. Schaden, Lebenabzug dafür Technik. Jo, können wir mal nehmen. Jetzt habe ich Technik minus 1. Jetzt habe ich Technik 0 wieder. Habe ich jetzt bewusst genommen, ich möchte Technik 0 haben. Weil ich brauche ja in der zweiten Halbzeit. Brauche ich die hier. Ich brauche die einfach. Jetzt hat er wieder Grundschaden 10. Ein bisschen Minus kriegst du doch. Der Affe. Armbrust 30, ey. Ich kann schon dreimal bis zu dreimal. Klingt nice, aber nein. Sperren. Und los geht's. Oh boy. Oh boy, jetzt kommt die Schutzschilder hier. Nimm die Schutzschilder raus. Hier wird sich nicht geschützt. So. Zack. Nein, keine Schutzschilder für euch. Jetzt kommen auch noch diese schnellen Viecher hier. Zweite Hälfte, jetzt wird's ekelhaft. Oh, der hat den geblockt. Die haben den geblockt, der wollte weiter chargen, aber konnte er nicht. Seine eigenen Mann ihn geblockt haben. Jetzt kriege ich keine Materialien mehr raus, weil die alle einen Schutzschild haben. Und ich einfach zu schwach bin, da durchzudringen. Das bedeutet, ich würde auch nicht verletzt werden. Die haben alle einen Schutzschild, ekelhaft. Geile Minigun. Bitte sperren. Ja, wir müssen ja auf die sparen. So, Wurmige. Der und seine Pickel, die er ja überall aussendet. Eigentlich war es dumm, sich von dem zu entfernen. Eigentlich war es wirklich dumm.
Explosionsschaden hat jetzt auch nicht so viel gerissen. Oh boy, die werden ja richtig stark jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Welle überlebe. Autsch, ich wusste durch ihn durch. Ich konnte nicht nach unten ausweichen, da war nichts mehr. Oh boy. Mache halt keinen Schaden mehr, weil diese Schutzschilde überall drauf sind. Diese ekelhaften Schutzschilde. Bam. Gut, noch irgendwie geschafft. Ausweichen mehr und dafür Rüstung eins weg, na klar. Lebensabzug, Glück dafür weg. Ich wäre schneller. Ein Lebensabzug. Ja. Wir holen uns das Glück hier wieder. Muss weiter sparen. Ich kann es mir sonst nicht leisten, die Minigun. Ach, die Ekelhaften. Die superschnellen Ekelhaften. Und mir die Schutzschild-Typis, die nerven so. So. Aber Welle 18, ne? Da, 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 da. Hier mal durch. Bei der Halbzeit. Noch lebe ich. Immer wenn ich sowas sage, sterbe ich übrigens. Hat sich mal so ergeben. Habe ich mal irgendwann festgestellt, wenn ich sage, yo, jetzt geht's. Ging es gar nicht mehr. Vor allem, hier sind überall diese Kuppeln. Es ist so widerlich. Ich kann nichts mehr sehen, weil überall diese Bubbeln sind. So, geschafft. Ah. So. Kombi kaufen. Bildchance vom Tentakel. Da hätte ich 6% und 20% wahrscheinlich, ne? Nehmen wir mal. Bis dann mal sehr Tempo dafür weg. Können wir mal merken. Hier nochmal. Bildchance 15%. Muss drauf gehen. Ich muss da jetzt drauf gehen, Junge. Ab und zu sieht man es ja so schön gelb. Also, bam, bam. Weil du so eine Welle hast mit diesen Schutzschild-Typis, ey, das ist einfach... Die sind so widerlich bei Gefahrenstufe 5. Die sind so widerlich. Vor allem, wenn die diese Großen hier schützen. Darf ich immer durch? Danke. Zum Glück habe ich Tempo. Ein bisschen ausweichen. Danke, danke. Ich möchte nichts kaufen. Nein, die Zeugen Jehovas. Schnell ausweichen. War natürlich ein Spaß. So, hier mal nach unten. Puh, hat's so geschafft. Reichweite, Angriffstempo ist dafür geringer. Aber Fernkampfschaden ist mehr. Der Gegner stirbt, weil leider eine Kugel ab, die. Ja, mach. Mach halt. Ausweichen natürlich. Max EP, Tempo weg dafür. Müssen wir nehmen. Ernte brauchen wir nicht mehr. Nee. Rückstoß, buff. Ja. Letzte Welle. Jetzt kommt's drauf an. Ich habe 31 hier. Ne? Also 21, 35. Muss ich rocken. Muss ich rocken. 35? Immer noch weniger als die MP, aber ist halt doppelt so schnell. Los. Ja, wir müssen nicht drüber reden, dass ich die nicht besiegen werde. Man sieht es ja, dass die zu stark für mich sind. Und klar sein, hätte ich hier so was wie Nuklearraketenwerfer. Könnten wir drüber reden. Wo der eine, der kassiert hier ordentlich. Der hintere hat schon ordentlich kassiert. Der hat sich nicht blamiert, der hat kassiert. Dumme Sprüche gibt es jetzt gratis in diesem Let's Play.
Halt sie auf Distanz. Halt sie einfach irgendwie auf Distanz. Ah, nein, 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 nein. Die kommt schon wieder aus allen Himmelsrichtungen. Oh, vor allem noch eine halbe Minute aushalten. Und da ist schon ein roter Riese. Ein roter Riese verfolgt mich. Mit Hörnern. Es sind zwei. Geht mir mal bitte aus dem Weg, Leute. Danke. Darf ich hier mal aufsammeln? Oh Gott, ich werde sterben. Ja. 8 Sekunden Verschluss. Ich hab's kommen sehen. Es hat auch so ein bisschen. Naja, so ein bisschen laggy was. Okay. Ich habe ihn vorgestellt, ne? Aber es hat nicht gereicht. Es hat einfach nicht gereicht. 8 Sekunden Verschluss war ich tot. Ist aber ein ganz nices Erlebnis. Ist ein ganz nicer Charakter, wenn man die richtigen Waffen hat. Rein theoretisch hätte ich irgendetwas mit Wumms gebraucht, was massiv Fernkampfschaden macht. Sowas wie. Oh Gott, wie hieß er noch? Diese Drachenkanone, die so massiv Fernkampfschaden macht. Sowas hätte ich gebraucht, dann hätte ich die jetzt ja alle weggerotzt. Bis auf die 2 Boss-Dinger. Aber was soll's. Gut. Ja, Gegner sind ein bisschen weniger gewesen. Tempo war auch besser. Itempreis ist 15%. Okay, hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Realheilung. Okay. Ja. War ganz lustig. Macht immer noch Spaß, das Spiel. Auch wenn es manchmal knackenschwer ist. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Reingehauen. Tschüss.